damit dann einfach. Geil! Wir sind komplett nass! Hey, ich bin's Martin und wie ihr vielleicht in der Videobeschreibung gesehen habt, bin ich heute wieder bei Hollyhole, um einfach ein Update vom Ford zu bekommen. Der Meister persönlich steht schon neben mir. Und, da steht der Meister persönlich. Und hinter der Kamera. Also es sind auf jeden Fall alles Meister. Ja, ich will auf jeden Fall ein Update erfahren, weil die Zeit drängt. Es sind jetzt nur noch einige Wochen, bis das Teil final in Schleiz bei der XS Carlite stehen muss. Und ja, ich brauche ein Update. Fangen am besten mal an, was in der letzten Zeit passiert ist. Ja, was findest du denn neu? Oder hast du was Neues gefunden, was ich seit letztem Mal getan hat? Neues Profil? Also ein Profil, was es ja eigentlich nicht mehr gibt. Also das war ja der ursprüngliche Reifen, den wir für das Fahrzeug vorgesehen hatten, haben den allerdings nicht mehr bekommen, weil Yokohama den Reifen nicht mehr herstellt. Dank der Recherche unseres lieben Freund Kevins, der da wirklich weltweit recherchiert hat, haben wir die letzten 4 Reifen in der Schweiz ausfindig machen können und die haben wir dann auch bekommen. Also nochmal, dieser Reifen wird so nicht mehr produziert? Genau. Der ist für den Nissan GDR produziert worden damals für Rennstrecke und wird wahrscheinlich nicht mehr benötigt, nicht mehr produziert. Und wir haben auch die Felge dem Reifen nach konzipiert. Also habt ihr dementsprechend richtig Glück gehabt, weil wenn es die 4 in der Schweiz nicht mehr gegeben hätte, dann hätten wir die nicht mehr bekommen. Logische Schlussfolgerung. Ja, ja, ansonsten mal den Hauptding Nummer 1 ist natürlich, dass das Ding mittlerweile läuft. Ja? Ja. Ja. Ich habe gesehen hier vorne, der Kameramann hat so ein komisches Geräusch. Was hast du eigentlich für ein Geräusch gemacht? Oh. Geräusch gemacht. Oh. Ja, keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall geil, weil also, die Jungs haben maßlos übertrieben, weil sie noch nie auf einem Viertelmeile-Event waren, weil das Ding hat 5 Meter lange Feuerbälle geschluckt. Das war natürlich nicht viel. Es kam etwas Feuer raus. Komm mal mit zu so einer Viertelmeile-Veranstaltung, dann zeige ich dir mal ordentlich. Hier Feuer. Bei der Kiste jetzt, meinst du? Ja, das ist. Wir haben hier mit Gangtreffen, Martin. Wir haben da einfach eine Grundmap drauf auf der Maschine. Sind ja, aber du hast ja getan, wie wenn da. Ja, für uns ist das was Besonderes. No. Also, ja. Nimm uns doch nicht die Freude. Ja, du musst mal mit 18 so ein Auto bauen und dann freust du dich schon, dass du das. Ich hätte sowieso vieles anders gebaut. Das glaube ich dir. Ich habe da einiges gehört, ja, dass wir aber Push betrieben haben, ich muss es immer wieder sagen und ich kann es auch hier im YouTube-Video sagen, ich habe schon einiges gehört, dass einiges anders gebaut hätten, aber man muss ja dazu sagen, was ist dein Eingangsberuf? Eigentlich Kfz-Mechatroniker. Kfz-Mechatroniker? Maurer? Modellbauer. Modellbauer, also alle drei, die eigentlich nichts mit Fahrzeugbau, Entwicklung, Ingenieur. Genau, zu tun hatten. Also ich finde das absolut respektabel, sagt man das so, was die Jungs hier auf die Beine gestellt haben in der kurzen Zeit mit den Mitteln. Also da braucht sich wirklich niemand aufregen. Natürlich im Nachgang, wenn sie das Auto jetzt nochmal bauen müssten, wissen sie auch, was sie anders bauen müssen oder wollen oder können. Und was man besser macht, dass es schneller geht und vielleicht auch besser fährt. Aber das Auto wird man so nie auf der Strecke sehen, obwohl du willst einmal 407 km/h fahren, habe ich gehört. Genau, ist das machbar mit dem Auto? Ist das Ziel, auf jeden Fall. Ja. Nee, wir wissen selber nicht, wie sich das Ganze verhält. Also wir waren wirklich überrascht, dass das Fahrzeug trotz der geringen Geschwindigkeit, die wir bis jetzt gefahren sind, weil wir noch ein bisschen Probleme hatten mit der Kananwelle. Mhm. Die war 4-fach gelagert, das darf einfach nicht sein. Haben wir aber vorneweg schon erahnt, dass das passiert. Konnten wir noch nicht schnell fahren, aber trotz alledem muss ich sagen, vom Fahrverhalten her war ich wirklich sehr überrascht, wie gut das Teil eigentlich fährt. Mhm. Obwohl wir ja auch wirklich vom BMW in 90 1:1 die Achsgeometrie übernommen haben. Ob die jetzt tatsächlich so stimmt und so, wird dann nochmal letztendlich die Achsvermessung zeigen, aber sonst fährt sich das Ding wirklich tadellos. Und ich bin mir sicher, dass da einige davon überrascht sein werden, wie das Teil am Ende des Tages hier performen wird. Ich saß bei mir zu Hause auf dem Sofa, ja. 86 Zoll, hat mir das Video reingezogen, wie ihr hier unten auf der Fahrt seid, ja. Mit Chassis. Ja. Ja, das war schon ein Gefühl. Ne? Das liegt halt wie ein Brett da. Ne? Ja. Wenn das dann mal lackiert ist. Wir können ja mal kurz rüber gehen, können wir mal drunter gucken? Ja, kein Problem. Das Papier drunter. Beige. Geil, oder? Beige, oder? Feige. Wer das ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass das Auto ja nicht schwarz wird.
Ja. Also wir haben schon mal ein bisschen was beim Erik Alulöffel blitzen lassen, wie die Farbe wird. Mhm. Und ich glaube, der Christoph hat auch schon ein bisschen was erahnt. Ne? Das war was anderes. Ist, eigentlich können wir ja die Farbe sagen, wir zeigen es einfach nicht. Gelb, gelb, gelb. Es wird gelb. Holy Holy will mal weg vom Schwarz, ja. Weg von ihrer Seeleneinstellung und mal was anderes machen. Und ich denke, gelb, also das ist ja trotzdem viel Schwarz dran, darum ja auch die Thermoisolierung in Schwarz, weil ja. Gelb und Schwarz harmoniert halt gut. Dynamo Dresden sind ja auch die Farben, ne? Gelb-Schwarz. Dortmund. Tatsächlich haben wir das Dortmund. Gemacht, weil wir das Lenkrad schon hatten und der Indikatorstreifen oben schon gelb war und wegen dem MS-Stahl. Weil der Kristall. Warte. Ich war kurz vorm Lachen jetzt. Ich habe mich wieder gefreut. Der Ölmessstaub, stimmt. Das ist ja auch immer der gelb, auch ne? Gelb. Und der 710er Deckel, der ist auch schwarz-gelb. Das hatte ich jetzt gehabt, ja. Es ist immer so viel hier zu sehen, das feiere ich. Überall, wo man guckt, hier haben sie irgendeine Werbe, wie sagt man so ein. Tafel beleuchtet, die flackert, kommt jetzt ein Container, eine Schwalbe steht hier mit Luftfahrwerk und zeig uns mal, was das da hinten ist. Du willst immer nur auf das Auto hier. Ja. Zeig doch mal das große Ganze. Geil. Seit wann habt ihr das Teil? Kann ich bitte das Kart kaufen? Nein. Warum? Weil ich das selber kaufe. Ihr braucht doch auch, das Ding steht nur dort von rum und verrottet. Ja, aber irgendwann braucht man es wieder. Da will man mal wieder 16 sein, schiebt man das da vorne auf die Straße und dann geht's ab. Du bist ja zusammen mit einer Fahne, zwei. Ich hab Angst, der Mann ist über 30. Kann sein, dass ich auf seinen Eiern sitze. Eine kleine Wunde. Oder? Sind die bei dir da auch länger geworden auf der Meile? Hä? Ich reagiere gar nicht drauf. Soll ich jetzt abblasen? Ach, mit jetzt? Nee, anmachen. Kostenloses Mittagessen mit drin, Cola. Teilen wir uns die Getränke immer? Nee, aber mit Mittagessen bist du meist nicht zufrieden. Ne? Hast du auch noch Ansprüche, nee, ey, oder? Auf, ich komme hierher und die wollen zum Mittag gehacktes Brötchen essen. Ja, aber das ist bei uns so ein leckeres Ding. Wer das nicht weiß, was es ist, eine halbe Semmel oder eine halbe Semmel, wie sagt man noch, halbes Brötchen. Darauf kommt Unmengen an Hackepeter, also Schweine- und Rinderhack halb-halb gemischt, Pfeffer, Salz und Zwiebeln oben drauf. Esst ihr noch mit Essiggurken? Nee. Genau. Also Fleisch, Unmengen an Zwiebelwürfel und das isst man so. Dass ich da satt werde, brauche ich ungefähr 5 solche Teile. Da ist in meinem Darm ist danach Fasching. Bevor das Video jetzt weitergeht, wer es noch nicht mitgekriegt hat, Holy Hole macht auch geilen Klamottenscheiß und die haben eine coole Palette an Sachen, die sie verkaufen. Checkt das auf jeden Fall mal ab auf ihrer Internetseite. Ich habe hier schon mal ein paar Sachen hingelegt. Sie haben auf jeden Fall im Shop coole Pullover, T-Shirts, Pflegeprodukte, Lackier, Zubehör, Aufkleber, Duftbäume, also alles, was das Herz begehrt. Den Link dazu haue ich mal in die Videobeschreibung. Und
stöbert mal die Seite durch. Ich wünsche euch viel Spaß. Der kurze Werbetrailer ist vorbei. Ich bin komplett durchgeölt. Liegt wahrscheinlich an der Temperatur. Oder du hast Angstschweiß von unserem kleinen Schwalbe, Dave. Das kann natürlich auch sein. Erzähl mir mal jetzt bitte noch, das Auto steht wann? Das erste Mal wo? Am 26. August in Schleiz auf der Rennstrecke bei der XS Carnite Classic. So ist das Ziel, was wir hoffentlich diesmal erreichen werden, sollten, müssen. Soll ja eigentlich beim Ultrace schon gedroppt werden. Wenn wir alle Energie freigesetzt hätten, hätten wir das wahrscheinlich zeitlich auch geschafft. Allerdings, wenn man so ein Projekt baut, will man das dann auch bis zum Ende in Perfektion bauen, alles durchdenken und nicht dann in den letzten Minuten schnell irgendwas dahin forschen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir suchen uns ein passendes Event, was noch ein bisschen vom Zeitraum nach hinten verschoben ist und was auch dazu passt. Also wir haben bis zum 26. August jetzt noch Zeit. Das ist ja nicht mehr lang, ne? Das ist nicht mehr lang, so ein bisschen was über 4 Wochen. Und dafür sieht es jetzt noch gar nicht so weit aus, ne? Also von meinem Gefühl her würde ich auch sagen, das wird nichts. Ist aber meistens immer bei so einer Fahrzeugauf- und Umbau so, dass das kurz vor knapp nochmal komplett aussieht, als wenn es nichts wäre. Aber so die ganzen Grundkomponenten, das ist ja alles fertig gebaut. Die ganzen Scheiben sind fertig gebaut. Die Kiste ist mittlerweile komplett lackiert. Die ganzen kleinen Teile, die schwarzmatt werden und so, das ist alles lackiert. Was jetzt der nächste Step ist, das Ding einmal wieder komplett zu zerlegen. Das ist ungefähr ein Tag Arbeit. Sieht zwar mehr aus, aber du machst hier ein paar Leitungen los, sitzt raus, ein bisschen Spritleitung los, dann haust du die Hinterachse einmal komplett raus, ziehst vorne mit dem Motorkran die Maschine, Getriebe vorne raus, machst die Achsen vorne los und dann steht eigentlich der Grundrahmen da. Ne? Klar noch die 2-3 Blechen im Innenraum und dann haben wir die Karosserie oder die Zelle, sag ich mal, komplett nackt. Ich denke mir halt, die Kinderkrankheiten, die kommen nachdem das Auto dann wirklich fertig, also geprüft dasteht. Nee, die Kinderkrankheiten sind ja jetzt quasi schon aufgefallen, währenddessen wir jetzt die ersten Testfahrten gemacht haben. Also wie wir wissen, dass die Bremskolben vorne noch größer gemacht werden müssen, weil wir ein bisschen wir haben genug Bremsdruck, aber es könnte straffer sein. Mhm. Die Kardanwelle lassen wir jetzt überarbeiten. Die Hardyscheiben werden ersetzt durch Vollmaterial Aluminium. Den Kabelbau müssen wir noch ein bisschen überarbeiten. Das Display muss noch fertig programmiert werden mit Ganganzeige, Drehzahl und den ganzen Kram. Ist für Christian auch mal einen Abend, wo der ein bisschen programmiert. Und ansonsten ist wirklich die Hauptarbeit, den komplett zu zerlegen, nochmal 1-2 Schweißnähte nachträglich zu ziehen, wie zum Beispiel müssen wir jetzt hier noch Gottaufnahmen hinschweißen für die 6-Punkt-Gott und so. Was halt auch immer so ein Ding ist, du musst jetzt schon an Schritte in 4, 5, 6, 7 Wochen denken, weil das kommt jetzt zum Pulvern und wenn du nach dem Pulvern die Schweißdinge da reinmachst für die Gotte oder die Aufnahmen für die Airchecks, die wahrscheinlich dann noch reinkommen sollen, dann ist das blöd, ne? Deswegen musst du da halt immer viele Schritte vorausdenken. Und zum TÜV geht es dann als nächstes? Zum TÜV geht es. Nee, erstmal werden wir danach nach der Veranstaltung zu H&R gehen, weil das ja momentan einfach nur Dämpfer vom R18. Hinten, vorne das Fahrwerk selbst gebaut. Und die werden uns dann noch ein schönes Fahrwerks-Setup bauen für das Teil, dass das auch richtig gut funktioniert. Danach wird es wahrscheinlich zu KKS nach Berlin hochgehen, damit das Ding auf dem Prüfstand richtig schön abgestimmt wird. Und da, wenn das alles dann fertig ist, dann werden wir dann zum TÜV vorfahren. Wir müssen halt den Blinker noch installieren vorher. Ansonsten Hube geht noch nicht, okay, weil wir die noch nicht drin haben. Also noch viel Arbeit. Ich bin gespannt. Ich drücke euch die Daumen, dass es was wird. Ja. Weil ich würde das Fahrzeug dann gern selber in Schleiz sehen, weil das ja für uns natürlich aus Blauen ein Heimspiel ist, da noch hinzufahren. Wir sind natürlich auch vor Ort. Also von daher, ich bin sehr, sehr gespannt. Das sind wir alle. Wir haben alle das fertige Fahrzeug nur so grob vorm hinteren Auge, aber wie es tatsächlich dann wirklich wirkt, in der Farbe, in dem Design, wie es dann da steht mit Radreibenkombination und das wird schon. Ihr habt ja nicht bloß die Baustelle, ne? Wir haben nicht nur die Baustelle, deswegen. Also, ich muss schon sagen, dass wir innerhalb eines Jahres, so grob über den Daumen, jetzt hier ein komplett selbes eigenes Auto gebaut haben, gell? Aber zwischendrin natürlich noch viele andere Sachen erledigen, wie jetzt zum Beispiel hier komplett Lackierung von einem 911. Davor haben wir einen Golf 2 lackiert. Wir lackieren zwischendurch auch noch so noch ein paar Teile. Machen irgendwelche kleineren Umbauten. Der Pascal baut jetzt zum Beispiel seinen Camper. Können wir mal eine Runde umlaufen? Können wir machen. Also hier Forschung voll Lackierung. Ja. Die Farbe? Gelb auch. Natürlich gelb, ne? Ne, ist original. Unischwarz, wird auch wieder unischwarz. Ist einmal komplett in Frankreich komplett neu lackiert worden. Allerdings wurde dabei nichts zerlegt, also alle Scheibengummis drin und so weiter und so fort. Waren auch die kompletten Ränder der Scheibengummis alle schwarz lackiert, also völlig lieblos gemacht für ein Fahrzeug in der Preisklasse. Mhm.
Und der Besitzer möchte das halt nochmal einmal schön für die Fodi lackiert. Doppelte Arbeit, ne? Genau. Hier, Camperumbau. Du reist gerne mit. Ja, eigentlich schon. Die zweite zu finden. Das heißt, hier kommt ein kompletter Ausbau rein mit Küche, Dusche, Schlafmöglichkeit, also, oder? Hier kommt das Gaskochfeld hin, hier kommt die Arbeitsplatte hin. Das sage ich mal von der Perspektive. Bis Arbeitsplatte. Hier geht's Bett. Tisch, Aufsatztisch, Waschbecken, Kühlschrank, Tischtennisfeld. Mein Bett ist halt sehr groß hier hinten drin, weil ich halt die zwei Fahrräder unten drunter bekommen möchte. Wenn das mit Omaflex nicht, das Zeug ist sau teuer, oder? Ja, dann hätte sich das bezahlt hier. 400 Euro. Na gut, du hast halt da Ruhe, ne? Ja. Und Temperatur kann das halt auch übelst gut auch, ne? Ja, okay. Jetzt kann man das sehr schönes hier. Alles Stück für Stück. Das sind Drehkonsolen für die Stühle, damit er halt den Stuhl auch für hinten nutzen kann, um hier an dem Tisch zu essen. Krass. Dachfenster reingekommen, seitliche Fenster reingekommen. Übernächste Woche, glaube ich, geht es zum Kollegen von Freundship. Kennst du den? Freundship? Ja. Der bekannteste YouTuber in Sachen Camperumbau Deutschlands. Parship kenne ich. Parship. Ey, Freundship. Jeff. Ich weiß nicht, Jeff. Kennst du vielleicht gesehen, ja. Ich glaube, muss man das Teil unterwegs sein. Ja, mit dem werden wir zusammen die Standheizung hier installieren in dem Gerät. Und dann geht es hoffentlich mal nach Sibirien mit dem Teil. Ne? Also, ohne Scheiß, das feiere ich. Also, sowas feiere ich richtig, weil, ja, du weißt ja, ich bin sehr, auch sehr gerne in der Natur unterwegs. Und, wie man gesehen hat, auch sehr lange, wenn er in der Natur ist. Sowas würde ich gerne machen. Deswegen, ich habe dich ja vorhin gefragt, ob du mal Bock hast nach Norwegen, wenn du die Zeit hast, mal irgendwie wegzukommen. Wir können ja noch mal kurz einblenden, wie der Martin unterdrehen sein Moped abgesagt hat. Nach ungefähr 16 Minuten. Mir ist kalt, wir sind komplett nass. Noch nass, obwohl ich die vorhin getrocknet habe. Der Schlafsack ist wahrscheinlich unten noch ein bisschen nass. Oh Mann, ey. Ich hoffe, ich pack das, ey. Es ist echt, echt ohne Witz richtig, richtig, richtig kalt. Ich hab gedacht, dass es regnet, oder? Draußen in der Natur. Ey, das sollte eigentlich ein ernstes Video werden. Ja. Das wird schon wieder um. Aber fast, du versenkst hier ordentlich Kohle, ne? Hält sich nur an, weil wir halt sehr viel selber machen. Und ich die Möglichkeit auch von den Jungs bekommen, hier sehr viel selber zu machen. Oder das ein oder andere auch gesponsert bekommen habe. Zum Beispiel Elektrik komplett. Das haben wir. Muss das, gerade wenn ich hier vorne sehe, Gaskochfeld, muss das der TÜV komplett abnehmen? Ja. Wenn du mit Gas hantierst und sowas? Ja, ne? Ja, aber ist kein Thema. Aber du hast ja auch kurze Leitungen, genau, in der Flasche, oder? Genau, ja. Das ist ganz kein Thema. Das wird wahrscheinlich auch das einzige Fahrzeug bleiben in den Heiligen Heim, was irgendwann mal TÜV bekommt. Ja, Capri halt noch. Capri noch, stimmt. Geil. Also das ist wirklich sehr, sehr geile Geschichte. Das sind die Kompetenzfeld auch. Da bin ich vorhin, nee, ohne Witz gesagt, mir gar nichts. Lange Haare, oder? Kommt der aus Sachsen? Nee. Frankfurter? Nee. Der baut die Dinger um, oder was? Ja, der hat auch so eine Halle gebaut, auch Influencer. Guck mal, no hate, aber so einen IT-Bus, den kann man auch schön bauen. Also der ist schön. Also, falls ihr jemanden kennt, der einen kennt, der den Pascal bei seinem Projekt unterstützen möchte, ne? Kommt vorbei mit Folie. Egal welche Farbe, kommt da vorbei. Oder olivgrün würde ich jetzt schon feiern, weil so ein Ding. Ja, weiß ich nicht. Ja, mattschwarz. Nein, nicht mattschwarz. Das sieht dann auch wieder billig aus. Aber olivgrün auf so einem, das hat ja wieder jeder, oder? Naja, aber soll das was anderes, soll das ein anderer Camper werden? Oder so ein klassischer Camper, wie jeder ausschaut? Ja, nicht wie jeder ausschaut, aber schon, dass man in der Natur nicht so auffällt. Hm. Das ist definitiv die falsche Farbe, ne? Ja. Oder halt mal ein geiles Camouflage. Camouflage kann man ja auch geil machen. Ja. Da gehen wir mal hoch. Hier ist ein Beratentraktor. Übrigens ein passender Fahrer zu unserem Laden lackiert, wenn es dir nicht aufgefallen ist. Das ist alles hier ein Zufall überlassen, oder? Waschfarbe ja. Natürlich in dem Dings. Geil, das ist woher war. Ist das so? Ja. Also ihr seht, dass wir gerade so ein bisschen hier im Stress sind, ne? Veranstaltungen, die Wald, zack, bin ich, hast du nicht gesehen. Normalerweise sieht es hier nicht so unordentlich aus, aber du wolltest ja ein reales Video haben. Richtig. Bist du auch. Da gehört das natürlich auch mal dazu, dass es irgendwo ausschaut. Das ist völlig normal. Ja, dann sind wir wieder reich. Aber darf ich mich, wenn ich schon nicht aus deinem Glas trinke, darf ich mich mal kurz auf deinen Platz setzen? Nein. Fabian war übrigens mal ein Golf 3-Fahrer. So sah er aus. Das war deiner? Ja.
Mit dem Kuchenblech als Nummernschild? Nee, war kürzer, aber. Aber das kann sein. Das kann sein. Und du hast ja jetzt wieder einen GDI, ne? Ich hatte keinen GDI, das ist ein Modell, das gar. Ich hatte einen Diesel. Den ersten GDD, den es da, glaube ich, gab. Also es hieß damals noch nicht GDD. Einfach ein Diesel. Und das sage ich übrigens, Christoph, guck dir mal bitte diesen Arbeitsplatz an. Ich zeig dir mal Christoph seinen Arbeitsplatz, wie der ausschaut. Okay. Liegt alles kreuz und quer. Wie kann er so arbeiten? Sehr, sehr schön. Ach ja, du bist gerade am Videoschneiden, ne? Ja. Aber ich muss ja andere Videos hier aufnehmen, Leute. Ja, Christoph kann heute leider nicht. War der Golf? Ja, stimmt, das ist der Rest vom Dreiergolf. Wirklich? Ja. Schaut mal hier. Das ist genauso wie du mit den kleinen Schwanden. Ein Haufen Rost. Mal dran riechen. Opel Corsa. Geil. Müssen wir eigentlich öfters mal machen, Pascal, oder? Hochgehen. Einfach mal hier hochgehen. Und was machen wir dann hier, Manni? Wir erzählen hier ein bisschen in der Runde. Es fehlt aber der Erik. Ja, stimmt. Podcast könnten wir hier aufnehmen, oder? Haben wir schon gemacht. Funktioniert ganz gut. Wollen wir einen Podcast zusammen machen? Das wäre echt witzig. Ja. Aber nicht mit Erik. Nee, mit dir. Mit dir? Da sind halt geteilt Gäste, das ist Erik zum Beispiel Gast. Wir machen dann den Erik zusammen dumm. Beste, was soll man? Ach, ja, komm, greifst nicht. Doch, ich hab doch Spaß an dich, wie auf meiner Mobitour. Wie hab ich da gemacht? Oh, das ist geil. Ja, ja, so ähnlich kam es bei Instagram. Ja, hallo, es war bei wirklich kalt. Hat der ein Bomborium gemacht, 27 Wochen Vorbereitung und in den Wald spaziert, vorher gemacht, Probe vorher, und hat sich Fleisch gegrillt und in die Hängematte rein. Schau, ey, einer, der unser Video unterstützt hat. Gespannt und gemacht und hat Steine 3 Stunden gesammelt für seine Feuerstelle und hat dann wieder alles verkauft. Hast du das Video wirklich geguckt? Ausgemacht. Ja, und haben wir jetzt natürlich, Manni, wir sind größter Fan von dir. Danke. Und dann, was war da los? Bin ich enttäuscht. Hast uns also wirklich... Wir waren kurz davor zu überlegen, die abzusagen für den heutigen Die Bedingungen, ohne Scheiß. Das ist kein Wald wie hier, ne? Ich weiß. Das ist wirklich... Kann ich mir schon vorstellen. Und das also Problem ist, den ganzen Tag auf dem Bock und dann abends noch was suchen. Das ist besser, als du kannst den ganzen Tag Chili Vanilli irgendwo... Das guckt sich daheim in der Küche, auf dem Sofa oder im Schlafzimmer alles mal ganz gut an auf YouTube, gell? Aber wenn es dann wirklich tatsächlich so ist, ohne ist es ganz anders. Wir haben ja auch diesen Carbage Run gemacht mit dem Lader nach Spanien runter, gell? Und die haben dann auch alle auf Zeltplätzen gepennt und wir waren da auf einer Wiese, da waren mehr Kuhfladen wie Grashalme auf dieser Wiese, haben dann in so einem eiskalten Schweineanhänger geduscht bei minus 3 Grad kaltem Wasser, war tatsächlich nur flüssig. Und ist das zu lachen? Ja. Auf jeden Fall haben wir dann eine Nacht im Hotel gepennt, in dem Zelt gepennt und haben gedacht, nee, das können wir nicht machen. Wer war da dabei? Ich, Fabian und Niklas. Du warst da auch am Start? Gibt es da ein Video? Nee. Da gibt es viel Carbage Run Richtung Spanien, sind wir bis nach Barcelona gedonnert. Da war das Ziel und von Barcelona haben wir uns dann nochmal 3 Tage Lorette Mark. Leute, die Barcelona sahen, Alter. Mit dem Lada Niva zu dritt, ne? Ohne Klima, ohne alles, Stollenreifen drauf, dass es nur so gewummert hat auf der Geradstrecke. So, 2 saßen immer vorne, einer ist gefahren und der dritte hat immer hinten auf der Rücksitzbank gepennt. Natürlich bei 40 Grad im Schatten haben die auch dermaßen Flüssigkeit verloren ohne Ende. Dann hast du dich da hinten immer gefühlt in den sacknasses Wasserbett reingelegt vom Vordermann. Also es war schon hardcore. Und wir haben dann halt uns dafür auch entschieden, dann jeden Abend in ein Hotel zu gehen. Ne? Also ihr seid auch abgebrochen? Wir haben nicht abgebrochen, aber wir haben dann halt mit dem Hotel... Teilabbruch. Ja. Mhm. Was ich euch noch sagen wollte, der Martin ist auch privat ganz okay. Also nicht nur vom Video, hinter der Kamera. Ich mag den gerne, wenn der hier vorbeikommt. Der ist ein guter, sympathischer Mensch. Außer seine Scratch-Spur im Rücken, da müssen wir nochmal drüber reden. Scratch-Spur? Ja, Martin ist tatsächlich mit dem Fahrrad gekommen und hat vorhin gar nicht die Spur. Hat kein Schutzblech dran, hat er verloren. Kann er das eigenes Fahrrad? Das Fahrrad? Ihr regt mich alle drei so, hab auch meine Halsschlagader, ist schon so dick wie der Bockwurst. Im Ernst? Ihr seid nur am Provozieren. Kannst du das Gerät jetzt noch mal kurz anlassen für? Den wollen das jetzt noch mal hören. Wir lassen mal ganz kurz warm laufen. Bis gleich. Thank you.
was hast denn du hier eigentlich Schönes gebaut? Der muss wahrscheinlich so verliebt sein. Seine Freundin ist jetzt 5 Tage weg. Dann nimmt er sich dafür frei, muss jetzt noch kurz weg zum Abschied. Oh. Was du hier Schönes gebaut hast, wollte ich von dir wissen. Wir haben ja eine schöne Schwalbe gebaut, Martin. Wann hast du das denn zusammengezimmert? Das habe ich zusammen mit meinem Freund Cornelius. Den kennen ja auch einige aus dem Heiligenhain. Vor vielen Jahren mal gebaut und seitdem stand das jetzt nur noch irgendwo auf dem Regal rum. Ich habe mir gedacht, bei dem schönen Wetter hier mache ich das immer wieder gängig, weil ich nämlich auf diese geilen Reifen hier gestoßen bin. Von Vans, habe ich gar nicht gewusst, dass die sowas produzieren. Und dann war ich so geil da drauf, dass ich dachte, die bestelle ich mal für meine Schwalbe. Und die bin ich hier draufgezogen, weil das farblich perfekt zu diesem Fahrzeug passt. Und die Thermoisolierung um den Krümmer, ist dein Ernst? Oder kennst du da keine professionelle Firma? Martin, das haben wir schon isoliert. Da hast du Ober- und Unterseil noch in einem getragen. Ja. Du konntest deinen Namen nicht richtig sprechen. Und dann gab es so geile Sachen, wie er heute macht. Lasst ihn labern. Habt ihr das hier schon gesehen? Wisst ihr, was das ist? Ein Dämpfer, richtig. Dämpfer. Wisst ihr, was das ist? Wisst ihr, was da drin ist? Und da drückt er hier auf einen Knopf und dann, na. Guck mal. Ich hab Mali gesagt, die 5 Euro, wenn du das ableckst hier. Und er hat zu mir gesagt, das macht er für 5 Euro. Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, geht's dir dann aber schlechter nach. Weil der habt ihr nicht. Er wollte sogar von hier unten ein bisschen hoch ablecken. Warum? Für 5 Euro? 5 haben wir ausgemacht. Das würde ich machen. Ja. Von der anderen Seite. Da geht's dir schlechter nach. Wieso von der anderen Seite? Ich muss das sehen, dass du leckst. Was ich mir so das. Was hält dir das für so ein Fetisch? Kommen sogar schon die Tränen. Jungs. Danke. Nein, ich bin immer wieder erfreut darüber. Ich gehe vor immer mit einem Lachen nach Hause hier, weil es echt immer interessant ist. Und du willst jetzt, du willst mal einen Podcast machen? Schon. Aber nicht mit mir, ne? Doch. Doch. Du bist ein sympathisches Kerlchen, Mali. Danke. Also ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken. Wir sehen uns spätestens in Schleiz. Nee, wir sehen uns vorher auf jeden Fall am 19. August. 19.07. Richtig. Kart-Event Mülsen. Und wir sehen euch noch früher. Ja. Also ich will vorneweg schon sagen, dass wir uns da doch nicht so viel sehen werden. Fährst du mit übrigens? Ja. Ja, dann wirst du ja nur meinen Rücken sehen auf der Veranstaltung. Und deswegen... Ihr werdet euch diesen Samstag schon wieder sehen. Ja, Tiefenwald. Also ihr seht, wir sehen uns öfters. Auf jeden Fall ist das Video jetzt beendet. Wenn wir öfters mal irgendjemanden besuchen, wenn... Ich kann nicht richtig reden. Voll die Sprachstörung. Stelle ich dann die Frage, wenn ich mal jemand anders besuchen will, ob die Leute das befürworten? Ja, genau so. Ja, ich finde es auch nicht in Ordnung, dass du jemand anders besuchen willst. Außer Holy Hall, genau. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dass ich jemand anders mal besuchen soll, schreibt es doch mal in die Kommentare. Soll immer zu uns kommen. Nein, wen ich besuchen soll, dann schreibe ich da gerne mal an und frage, ob ich mal vorbeikommen kann, um mal das Auto oder die Person oder mal hinter den Kulissen alles abzufilmen. Das hat mir auf jeden Fall wieder eine Riesenfreude gemacht. Danke, dass ihr mir das Müllerassen bezahlt habt. Heute habe ich ja keinen Strom gezogen. Dafür habt ihr 120 Versandhülsen bekommen. Das ist auch ein gutes Konzept. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis später. Ciao.